Spirit Stone. It gave power to the people. It drove the people to ruin. All in a sad chain of myths. When you think about it, this Spirit Stone has taught us many things. This light has always illuminated the way for us to go. But now, the light is of no more use. From now on, we will illuminate the path to our future with our own light. Come, Justin. Our long, sad fate is now at an end. With your sword there. Yes! Oh, spirits! We will start a new age! Please, watch over us! Let's go! Let's all go together! Yeah! Come on! Hey there. Fina. You're okay. What about the others? Look over there, Justin. That's Gaia? Right. Everything seems to have been born again. Not only Gaia, but this whole world. Can you feel it, Justin? The whole world is filled with the power of the spirits. You see it, Lean? Everything has been freed from the web of evil. Yes, even Gaia. The sad chain of fate has been broken at last.
A new history of mankind will begin. The history that you desired. We may sometimes travel down a mistaken path, but it'll be all right. I am sure that we'll be able to open new paths to travel upon. It seems that my work here has ended. A spirit? Are you calling me? Can it be? Lean! Lean! Herr Mullen? Lean! I'm so glad, Lean. I can't believe it. Miracles do happen. The spirits carried her and happiness here. For everyone! No, Justin. It was you who carried happiness here, Justin. Justin and friends and our adventures with the Spirit Stone and Angelo. The story of Justin, the adventurer, became known throughout the world. Aunt Lily! The ship is almost here! Hurry! The pie isn't done yet. Sorry, dear. I'm afraid you're going to have to go without me, okay? Okay, see ya! Let's go, Puffy! It's been 10 years since that long adventure ended. The world we live in has changed so much. Hey! Not you again! Don't you ever get tired of mischief like that? This is no mischief. We're in training to become adventurers. You just don't understand. Yeah, that's right. Do that somewhere where it won't bother people. Are you listening? Now block your bridges. Well, maybe things haven't changed much. But you know, it has certainly gotten busier. Today is the day I've been waiting for so long. Justin and Fina are coming home after 10 years of adventures. I wonder what Justin will say when he sees I've become such a beautiful lady. He might be just so surprised that his tongue will be tied. I'm looking forward to it. Yay! We're in Parm! Now where's this seagull restaurant? There's yummy food there, right? I'm hungry. Hey, what's that?
Okay, it makes noises. It makes a neat sound. Yay, let's get it. Neat. It's so soft. Oh, this must be Puffy. It's just like Daddy said. Looks kind of like a lamb. No, it doesn't. Hey, are you... Where's your mommy and daddy? Over there. They're still on the ship. Ah, it's running away! Gonna catch ya! Yay! Yeah. Wait! Hey, yeah. Hurry up! Yeah. Come on, catch him! Catch him! Ah-ha-ha! Justin! Vina! Ja, damit wären wir also, ich kann's wirklich nur gar nicht fassen, ne. Wir haben es tatsächlich noch geschafft, beziehungsweise ich, den Endboss Mega Gaia und Gaia Core mit Evil Gaia noch hinten dran in Garnier Redux zu besiegen. Nach über einem Jahr, innerhalb von 205 Teilen. Mein längstes Projekt wahrscheinlich hier auf YouTube, allein schon 120 Stunden in das Spiel, 130 wahrscheinlich sogar. Muss ich nochmal auf der Memory Card nachgucken. Ist wirklich Hammer. Hammerlang. Also der Mod ist wirklich großartig. Er hebt den Schwierigkeitsgrad um einiges an. Ist für den Mod auch okay, das darf er. Das soll er auch. Und er ist sogar so gut. Ich würde ihn dem Original jemals wieder vorziehen. Weil das Original, wie gesagt, ich liebe Granias, mein Lieblingsspiel. Ich kenne es über alles. Der Mod ist da wirklich eine Herausforderung und es ist nicht so ein Durchgelatsche und ne, es macht einfach Spaß, eine Herausforderung dabei zu haben. Und naja, vielleicht mache ich es ja nochmal. Also privat spiele ich den Mod wahrscheinlich nochmal auf jeden Fall. Hat sehr Spaß gemacht. Ja, jetzt ist das dritte Mal Grania jetzt. Das Originale noch mit Qualitätsmängeln bis zum geht nicht mehr. Dann die Walkthrough, was eigentlich ein Replay werden sollte. Und naja, jetzt sitze ich hier zum dritten Mal. Wer hätte es gedacht. Ja, jedenfalls hat echt Spaß gemacht. Kann man nichts anderes sagen, als die, was ja da erschaffen wurde. Toll gemacht. Mit den Gegnern, mit den neuen Items, neuen Waffen, mit dem ausgereizten Kampfsystem jetzt. Also das macht richtig Laune. Man hat richtig, das ist wirklich ein Abenteuer. Echt top. Und naja, 205 Teile, Mann und Mann. Und ja, der Boss, also endlich nach ein, also naja gut, ich habe mir ja auch Zeit gelassen, ne? Aber der Boss war halt schon wirklich hart. Endlich habe ich aber diese Last von meinen Schultern. Da bin ich sehr froh drüber. Naja, nur leider ist das Projekt schon wieder jetzt zu Ende. Auch wenn, naja, die Aufnahme-Session relativ kurz war. Ich weiß nicht. Noch einmal, Grania wäre ein bisschen übertrieben, glaube ich, oder? Weil, nein, das Original gefällt mir in der Qualität einfach nicht. Sowohl CR1 als auch 2. Beides vollkommener Humbug. Die Walkthrough, gut, die ist da. Da sieht man mal, wie das aussieht, wenn es direkt von der PS1 kommt. Kein Ding. Aber so, ne? Wie das Redux mit... So wie der Endkampf jetzt, mit einer Frame-Meister-Qualität. Naja, das wäre nochmal als Originalspiel... Das wäre nochmal schön, oder nicht? Das Originalspiel in der Qualität mit dem Frame-Meister. Naja, schauen wir mal. Auf jeden Fall, die zukünftigen Projekte werde ich mit dem Frame-Meister weitestgehend auch drehen. Bei Grania hat die PS1 halt so ein paar Probleme, was den Sync angeht bei RGB. Aber ansonsten... Ja. Hat echt Spaß gemacht, der Mod. Kann ich nicht anders sagen, dass die Luna da erschaffen hat, oder Dark Luna, sorry, ich weiß den Namen nicht ganz komplett, wie er im Forum heißt, aber echt, echt gelungen, kann man nicht anders sagen. Also da wurde nicht einfach mal alle Regler hochgedreht, da wurde wirklich gedacht, es sind auch nette Anekdoten drin, wie Gegner mit 666 HP, der Roter Teufel heißt, fand ich immer noch ganz lustig. Die Bosse, ja, auch wenn ich gehangen habe,
und viele Outtakes noch habe, die vielleicht mache ich nochmal Sonderepisode mit Outtakes. Mal gucken. Die Bosse haben die Berechtigkeit, schwer zu sein. Und ja, sie darf schwer sein. Der Mod ist dafür, ne, also, das finde ich okay. Auch wenn CD2, also meine Befürchtungen haben sich da schon am Ende von CD1 bewahrheitet. Gleich die ersten Gegner mit 1000 AP. Aber so insgesamt Top-Game. Top-Mod, ja. Und ich würde sagen, das war's jetzt von mir mit dem Schokobomber, mit Ganya Redux. Und wir sehen uns dann im nächsten Projekt mit Framemeister-Qualitäten wieder. Ich hoffe, ihr seid dann auch wieder dabei. Yay, wir haben es endlich geschafft. Ganya Redux hier. Yeah. Und das war's mit mir. Ich bin raus und verabschiede mich. Bis zum nächsten Mal.